Willkommen bei AZ Parts im Online-Shop der Lüdemann und Zankel AG. Was habe ich heute für euch? Schmutzfänger. Diese hier. Und die sind etwas kürzer als die vorderen. Das ist ganz lustig. Vorne sind sie länger, hinten sind sie kürzer. Haben sie halt so gemacht, ne? Steht auch das da drauf. Sind passend für Dacia Duster 2. Das ist der Kandidat hier. Auf der Bühne. Und ich wollte euch mal zeigen, wie man das montiert. Dafür mache ich erstmal hier innen drin schön sauber, weil wir montieren müssen. Innenkotflügelverkleidung müssen wir mal ein bisschen nachziehen. So. Hier soll er ran. Die Einbau- bzw. Montageanleitung, die beiliegt, sagt, nehmt das Rad ab. Stimmt. Wenn man das macht, kann man schön gerade schrauben. Es geht auch ohne, wenn man das dementsprechende Werkzeug hat. Okay, also ich mache es jetzt mal ohne Raddemontage. Ist aber bei weitem nicht dann der Standard. Unten haben wir eine Schraube drin, die nehme ich jetzt mal raus. Darauf achten, dass nichts verrutscht. Und die Schraube, die ich unten rausgenommen habe, die muss ich hier jetzt wieder reintun. Dort sitzt sie. Und wenn ich immer schräg gucke, ich gucke immer hier auf den Bildschirm und nicht in die Kamera. Das zum besseren Verständnis. So, von unten lässt sich das besser gucken. Na, zickelt. Müssen wir mal schauen. Also, wenn der Innenkotflügel leicht verrutscht anscheinend, wird das nichts. Mal gucken. Ist wie gesagt live, wir schönen hier ja nichts. Die Schrauben nicht zu fest ziehen, die drehen auch ganz gerne mal über, also immer handfest. Handnewtonmeter sollte also passen. Hier oben, das hier unten ist der Fixpunkt. Hier oben sitzt der dann automatisch richtig schön bündig. Dort, dem Set liegen dementsprechend 6 Kunststoffschrauben bei, selbstschneidende Kunststoffschrauben. Und die muss ich jetzt eindrehen. Und jetzt kommt's, wenn wir hier nämlich nicht das passende Werkzeug haben, dann ist hier der Reifen natürlich im Weg. Das geht aber noch, weil ich möglichst weit vorne ansetze. Ist aber nicht so einfach. Wenn das Rad ab ist, ist das erheblich leichter zu bewerkstelligen. Wunderbar. Dann haben wir noch eine, die sitzt unten. Wer möchte, kann natürlich bei der unteren Schraube gerne eine Blechmutter dahinter setzen oder so etwas. Dann hält das Ganze natürlich noch viel, viel besser. Und schwierigste Schraube ist jetzt eigentlich diese hier im Radhaus. Und
Sieht lustig aus, ne? Spaß beiseite. Ich habe die hier gleich fest. Und dann könnt ihr auch sehen, es geht ohne, dass man das Rad demontiert. Sieht halt nur ein bisschen doof aus, wenn man es dann montiert. Nebst, dass man die Klamotten dann komplett nass hat. Weil das Auto selber dann auch nass ist. Dann nehme ich euch mal runter von dem Kamerastativ und zeige euch das Ganze mal von nahen. Also hier oben sieht man, okay, da hinten, da steht ein Motor. Dazu gibt es eine Geschichte, aber die erzähle ich lieber nicht. Okay, dann haben wir hier die Schraube, diese, und diese wird neu gesetzt. Unten diese hier, das ist die, die vorhanden ist. Und nochmal darunter dort. Okay, sieht dann so aus. Und auf der anderen Seite habe ich da schon mal was für euch vorbereitet. Okay, Teile sind bestellt, dauert 5 Tage, dann sind sie aus Frankreich endlich bei uns und dann wird der Artikel im Shop selbstverständlich freigeschaltet. Okay, ich hoffe wie immer, ich konnte weiterhelfen und sage auch wie immer, bis denn dann.